Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get in Your Horizon. Wie ihr gerade hoffentlich gesehen habt, habe ich gerade eine komplette Erzader im Twilight zerlegt. Ich habe also ein bisschen Material dabei. Ich könnte mal schnell. Ah, das ist eine Idee. Guck mal schnell drei Drawer. Er wird nicht geschrien. Denn wir wollen heute weiter an der Base bauen, dass wir jetzt dann die nächsten Sachen wegkriegen. Und auch ein wenig an den Quests, dass wir da auch mal Battery Buffer und Konsorten auch noch rauskriegen. Dass wir da auch mal die Stromversorgung schon mal ein wenig aufbauen können. Ich weiß ja immer noch nicht genau, wie man es am besten macht, weil einige sagen, zentrale Energie und man skaliert hoch. Also das heißt, LV auf MV, MV rüber, MV wieder auf LV, LV weiter. Ja, weil, ja, wenn du bei LV einen Verlust hast, hast du von 32 nur noch 31 EU. Wenn du hochskalierst auf MV, bist ja du schon bei 128, genau. Wenn du da ein EU verlierst, dann bist du bei 126, 125, whatever. Ist schon besser. Ja, dann skaliert man zurück, dann hat man da wieder sein Ausgleich. Es gibt die anderen, die sagen sich, die bauen eine Engine an jede Maschine ran. Also, ich muss da mal genauer gucken, was wir da für uns am meisten Sinn macht. Da werden wir uns auf jeden Fall noch mit auseinandersetzen. So. Ich glaube, ich hätte vielleicht mehr holen sollen, weil stimmt, weil da ist Blei drin, da ist Galena drin und da ist Kryolith drin. Kryolith, den habe ich jetzt nicht mitgedacht. Ja, dann holen wir halt nochmal einen. Ist doch auch nicht so schlimm. Müssen wir halt ein bisschen laufen. Für die, die wo aufmerksam waren, die werden sich gedacht haben, sag mal, war die XP-Leiste da unten nicht voller? Ja, war sie. Weitaus voller. Ich weiß jetzt, dass ich nicht mehr, wenn ich müde bin, an Feldern arbeite. Ja, Sekundenschlaf ist tödlich, auch in Minecraft. Ja, ich bin da. Ich wurde da geknuddelt. So, dann kommt das mal weg. Und dann kommt das noch weg. Und aufregend drüber braucht man sich nicht. Ist so. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt. Also, das da geht auf jeden Fall noch weg. Du gehst drüber. Ich brauche ihn nicht. Dann habe ich noch mal ein, zwei. 5, 9, 12. Ich merke schon, das ist kein Blei, keine Bleiader, sondern das ist eine Silberader. Ich glaube, ich habe mehr Silber als Blei. Schauen wir mal. Also ein Stack habe ich schon reingeworfen, das darf ich nicht vergessen. Nochmal Silber, jawohl. Aber die Adern sind wirklich kleiner geworden. Also ich kann mich nicht daran entsinnen, dass ich so schnell eine Ader ausgraben konnte. So, dann schmeißen wir jetzt mal noch das da rein.
Haben wir das auch alles? Stone Dust, das interessiert mich noch nicht. Das interessiert mich eher. Den nehme ich auch mit. Man kann da schon mal in der Zeit jetzt laufen. So, was ich jetzt auch angefangen habe, ist mein Dirt-Fass ist natürlich schon wieder voll. Und eigentlich würde ich gerne die Upgrades erst so richtig bauen, wenn ich den Extruder im MV habe. Also muss es noch eine andere Möglichkeit geben und die gibt's. Und das ist Compressed. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Fässer habe, die wohl dann auch voll sind, wenn sie einfach über die Assembling geschmissen und dann haut die mir da Compressed raus. Genau, und ich glaube, ihr habt es vielleicht gesehen. Wer nicht, ich habe mir ein Seed Oil noch gemacht hier. Muss auch gleich nochmal an die Felder, das ist, glaube ich, auch Zeug, weil die habe ich nämlich auch so noch nebenbei gemacht. Oh. Ich glaube, da ist nebenbei das Benzin ausgegangen. Upsi. Ja, das ist jetzt mittlerweile das Hauptproblem. Darum Basebau hoch 5. Ne, Creosote Oil ist drin. Oh, dann. Nö, Kiste ist auch. Hä? Oh, ja. Drake hast du super gemacht. Ganz toll. Ganz großartig. So macht man's. Nicht. Also man darf sich nicht wundern, ne, dass auf einmal was nicht geht. Ja, wenn man halt vergisst, ein Circuit reinzumachen, ne? In Circuit 2 wäre ihr Preis gewesen. So, also schmeißen wir mal das Zeug hier rein. Da kannst du durchlaufen. So, dann gehen wir auch noch schnell in die Quests rein, weil LV. Wir haben nein, Tetrahydrid. Achso, genau, ich habe die Soundcraft Quest habe ich abgeschlossen. Die hier, die claimen wir auch gleich. Gleich nach hinten aufräumen. Wir haben mehr schöne Sachen, die man so toll braucht. Die verstopfen nur Kisten. So, okay, dann läuft der. Dann heißt es für mich, ne? Also, ne, hier ist eigentlich nicht viel dazugekommen. Da ist, glaube ich, noch Upgrade gekommen, Obsidian. Da ist nichts passiert. Dann legen wir uns kurz auf den Boden. Ich glaube, mein Männchen weiß schon gar nicht mehr, was ein Bett ist. Der läuft immer nur dran vorbei. Und sieht's nicht mal. Da hinten ist es. So, also, was habe ich gemacht? Genau, ihr seht, also das ist alles weg. Ich habe die Straße weitergebaut. Ich habe jetzt dann hier angefangen, das Zeug noch hochzuziehen. Da habe ich nichts gemacht. Fast nichts gemacht, glaube ich. Genau. Ja, hat's Glück gehabt, die Spinne. So, dann bin ich hingegangen, habe angefangen, das hier auch jetzt nach oben zu mauern. Genau, weil Kühe waren schon da. Die kommen noch. Also in dem Bereich bin ich jetzt auch gerade dabei. Dann habe ich jetzt angefangen, meine ganzen Felder aufzuziehen. Und zwar jetzt nicht nur einzelne Reihen, sondern jetzt schon zwei Felder. Das heißt, hier haben wir Bäume 1, 2, 3. Hier haben wir Bäume 3, 4, 5, 6.
die werden auch immer wieder weiter wandern. Und dann haben wir hier ist dann sozusagen die Felder, die ich häufiger brauchen werde. Und das ist Karotten, das ist auch Weizen. Und dann muss ich noch gucken, was ich noch brauchen will. Aber ich vermute mal, dass ich auch von des Karten von Pam, sondern wie heißt's? Barley, eventuell noch ein großes Feld mache. Und dann vielleicht noch mal irgendeins, muss ich gucken, was man halt häufig braucht. Und dann geht es halt weiter. Also das ist das normale Feld und das ist das Crops-Feld. Braucht auch ewig und 3 Tage, bis das mal wirklich gewachsen ist. Man sieht, das sind jetzt schon, naja, Stunden reicht nicht. Auf jeden Fall schon mindestens einen Tag oder so. Und das Weizen ist immer noch nicht durch. Zum Beispiel auch Karotten kannst du auf die Felder machen oder auf die Crops, aber werden bei mir auf die Felder gehen. Weil es für mich komplett mehr Sinn macht, das so zu machen. So, dann haben wir jetzt einiges an Weizen geholt. Dann hätte ich gesagt, ein Stack geht da rein. Die 3 sind übrig, die bleiben da. Ist da rein. Ich habe schon für mich gesagt, vielleicht mache ich so Kleinprojekte entweder mit Project Red oder mit Logistic Pipes. Dass wir es ja auch mal gemacht haben. Aber zum Beispiel, dass man da vorne dann so eine Art Bereich macht, wo halt dann alles aufgeräumt wird. Bis wir halt dann mit dem anderen Zeug soweit sind. Weil zum Beispiel Küchensachen möchte ich einfach vorne nur ablegen und müssen dann weg und dann nach oben. Genau. So, dann schmeißen wir hier mal einfach den in den Extractor rein. Das heißt, wir bekommen jetzt hier einfach Seed Oil raus. Zweite wird nicht richtig angezeigt, ist auch schön. Und dann nimmt man ein bisschen Sand und ein bisschen Erde. Mittlerweile bin ich in einem Status, wo ich sage, bisschen ist bei mir immer ein Stack. Da kommst du da rein und du kommst da rein. So, das ist die Assembling. Du brauchst Circuit Nummer 2. Dann kriegst du Circuit Nummer 2. So, und dann fängt der nämlich das Laufen an. Das ist kein Hexenwerk, dafür Assembler sehr wichtig, denn mit diesen Feldern braucht man kein Wasser mehr. Darum wichtig, finde ich. Gartensoil. Habe aber auch gemerkt, wenn man ein wenig drauf rumspringt, weil man gerade mal Monstern wegrennt, gehen die auch kaputt. Also sobald die Crops kaputt gehen, sind auch die Böden kaputt. Im Hinterkopf behalten. So, genau. Dann den Weg habe ich jetzt soweit weitergemacht. Dann bin ich ein bisschen nach vorne wieder gegangen. Treppe nach oben, Treppe nach unten. Die machen wir jetzt dann weiter. Dann hier. Und dann haben wir die komplette Treppe bis vorne. Und da fange ich jetzt halt auch schon an, sauber zu machen. Und da unten gehen wir halt dann ganz normal rein. Und wieder runter. Ich könnte es ja sogar noch dicker machen, aber könnte, wollte, wird wohl nichts. So, dann hätte ich gesagt, wir haben jetzt mal hier unser Borderlines oder unseren Grid oder wie auch immer haben wir an. Dann hätte ich gesagt, machen wir das mal weg. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal den Bereich.
ich jetzt noch F7 anmache, das darf man nämlich nie vergessen. Wenn man an einer anderen Dimension kommt zurück, ist das Zeug aus. So habe ich meine schönsten Erlebnisse in Minecraft gehabt. Wo kommt jetzt der Zombie her? Oh, da ist ja nichts ausgeleuchtet. Warum? Ach, stimmt ja, ich war ja woanders. Klasse. So, den zupfen wir jetzt aber auch gleich komplett raus. Wieder sowieso noch weiter runter. Ja. Wie gesagt, das Einzige, was man richtig liebt an dem Zeug, ist, dass man es hat. Oh, Omas. Wie gesagt, teilweise wird es auch Baumaterial werden, teilweise, ja. Darum auch die Farbänderung. Sonst muss ich mal gucken, was man noch mit damit machen kann, außer Lithium. Also, Lithium? Ich kann die Autoindustrie beliefern, ohne Probleme. Kein Lithium-Problem mehr. Bin gerade aber auch ein bisschen froh drüber, dass das so hoffentlich nicht im realen Leben funktioniert, weil ich stelle mir gerade mal vor, Grand Canyon, ja, hat dieses Material drin, der wäre halt einfach weg. Ach, bestes Naturschauspiel, egal, weg. Wir brauchen Batterien. Dem Umweltschutz zuliebe. Ja. So, das heißt, wir haben jetzt das. Das heißt, ja, das habe ich jetzt sehr gut gemacht, ne? Also ich habe jetzt gerade fantastischerweise die ganzen Steine abgegeben. Was brauche ich jetzt? Steine. Immer wieder zwei Stacks mit. Die werden nicht lang reichen. Aber ich will jetzt ja erst einmal nur, dass ich sehe, wo wir hingehen. Also wie gesagt, wir müssen jetzt dann runter zur nächsten Stufe gehen. Also bis zur nächsten Stufe gehen. Und da können wir dann auch verwinkelt Sachen reinschmeißen. Wie zum Beispiel die Koksöfen und so weiter und so fort. Darum seid ihr ja dabei, weil das, sonst hätte ich es ja auch in schnell machen können. Aber wir möchten ja jetzt ein bisschen was noch mit reinsetzen. Und dann müsste also Mike Schmadi auch noch aushalten. Ja, aber ich bin, wie gesagt, man kann froh darüber sein, die Steine verschwinden jetzt ein bisschen. Hat auch Vorteile, wenn man im Clay baut. Man kriegt mal Steine weg, dafür kriegt man das Clay nicht mehr weg. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich bin auch momentan noch beim Überlegen, wie ich das jetzt insgesamt mit dem EBF dann machen werde. Weil EBF heißt ja, wir brauchen ja vernünftig Strom. Zuerst habe ich ja überlegt, ob ich jetzt dann den Strom nochmal eine Ebene drunter mache oder ob ich den daneben mache. Das ist jetzt so die Überlegung, die wo bei mir gerade noch so nebenbei läuft. Also wenn ich mal irgendwann wieder komplett verwirrt rede, ist mir gerade Strom durch den Kopf gegangen. So arbeitet mein verwirrter Kopf.
dann merkt man erst so viel zu Sachen gleichzeitig machen. Nein. Ja, es geht schon. Kommt noch nichts Scheiß raus. So. Oder verwirrt. Oder Halbsätze. Oder verwinkelte Halbsätze mit zwei Themen. Dann ist das Buddeln ab und zu mal schön einfach Hirn ausschalten machen. So, da la. Das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall. Ich würde gerne die Treppen auf jeden Fall auch noch so weit machen. Dass das alles sauber verstaut ist, dass ich auch weiß, wie ich wohin muss, warum ich wohin muss und dass ich wohin muss. Ah, okay. Wie ich das noch genau mache, weiß ich nicht. Ich habe auch zuerst mal die Idee gehabt, dass ich sage, okay, ich mache die Treppe doch dann da schon hin. Ja, dass man dann halt noch eher nach oben gehen kann. Habe ich hier aber einen Durchgang. Habe ich mir gedacht, naja, da könntest du eigentlich die Treppe hier hin machen. Da könntest du sozusagen durch die Treppe hier durchlaufen. Aber wie komme ich dann hier an die Treppe ran? Also es kann sein, dass das Ding noch nach vorne wandert. Darum muss ich jetzt auch dann mir halt in der Hinsicht die Gedanken dann soweit haben, dass ich sagen kann, okay, ich kann den auch verschieben, ohne dass ich irgendwas kaputt mache dabei. Weil ich finde es schon lustig, ne? Dadurch, dass das so hoch ist. Und hier habe ich ja auch, also hier kann ich ja auch noch einiges nach vorne gehen. So, dann hätte ich mal gesagt, hauen wir uns ein paar Steak-Sandwich rein. So, da macht es jetzt keinen Sinn, noch mal eins zu essen. Ja, weil der nicht so viele Nebenkeulen hat. Ja, also, einige haben, also wenn man sich das anschaut, ne, eine Keule und ein bisschen was. Der hat 2,5 Keulen und einen Viertel, sagen wir mal. Zum Beispiel die Baguettes, wo ich vorhin gegessen habe. Das hat auf jeden Fall gereicht. Da war dann auf einmal auch die Leiste hier ziemlich voll. So, also. Das heißt jetzt für mich, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier runter. Habe ich Treppen einstecken? Nope. Sehr gut, dass ich die mitgenommen habe, aber ich hoffe, dass sie da sind und nicht vorne. Außer ich bin ganz fleißig gewesen, da sind sie ganz vorne. Nein, die sind hier, Gott sei Dank. So, kommst du dahin? Und ich glaube, ich habe das auf jeden Fall. Ja. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber ich habe es trotzdem richtig gemacht. Das ist schön. Auf mich ist ab und zu auch mal richtig Verlass. So, jetzt ist nur die Frage. Special Frage, Special Antwort. Und zwar gehe ich habe jetzt gerade überlegt, gehe ich jetzt gleich komplett mit der Treppe nach unten. Aber in der Meinung, macht keinen Sinn. Weil da beraube ich mich ja eines Vorteils meiner momentanigen Bauordnung. Ja, weil so kann man nochmal Gänge bauen. Also ich will ja den hinteren Bereich auch irgendwann nutzen wollen müssen. Ich habe da die Befürchtung, ich muss den irgendwann benutzen.
So, und wenn ich mich natürlich dann wegen der bäuerlichen, genau, wegen Baumaßnahmen für Kasamadudelt habe, dann ist es natürlich nicht prickelnd. Ne? Wenn es einfach mal heißt, ja, das kannst wieder alles ändern. Darfst wieder alles abreißen. Weil daran hast du einfach nicht gedacht. Also versuchen wir gleich jetzt daran zu denken. So, also, das heißt jetzt, wir haben. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall mal hier, also hier hatte ich nur einen kurzen Weg. Kurzer Weg. Ich muss mindestens 5 runter. Das ist nicht gerade sehr sinnvoll. Dann hätte ich gesagt, machen wir es so. Gehe hier aber auch gleich an die Wand ran, ne? Also das heißt, hier kommt auch Wand hin. So halb. Ich habe jetzt gerade die. Naja, wobei, ich könnte es eigentlich machen. Ich könnte das Ding noch mal um eins verschieben. Aber das ist, also das kann man irgendwann mal machen, ne? Also wie gesagt, vielleicht geht es nach da hinten, dass ich dann hier meinen Durchgang habe, dass ich dann einfach hier einen Weg habe. Wo ich sagen kann, okay, ich gehe jetzt dann hier nach oben, bleib dann meinetwegen auch halb oben noch ein bisschen länger und gehe dann nach oben und gehe dann raus. Oder ich habe dann hier hinten noch, oder ich schiebe das um eins nach vorne, dass ich dann auch hier meinen Durchgang habe und hier noch einen Weg machen kann. So, aber. Wie gesagt, ich habe jetzt hier mein Hochgang. Da gehen wir jetzt dann hier erstmal runter. Baue schon wieder mein Saw ein, merke ich gerade. Das ist toll. Ich habe schon gedacht, es ist verloren gegangen. Also falls ich hier eine Wand hinbaue, was eigentlich normalerweise logisch wäre, wenn sie da bleibt. Dann brauche ich hier auch eine. Dann gehen wir hier runter. Gehen wir jetzt dann hier runter. Das ist schon mal gut. Jetzt kriegen wir die Steine auch gleich weg. So, hätte ich gesagt, wir gehen noch einen. Macht das jetzt mehr Sinn, dass ich dann hier noch. Mach's erstmal weg. Sicher ist sicher. So, dann kommen die Schlüssel jetzt erstmal hier hin. Ja, genau. Wir laufen mal ein bisschen kreuz und quer. Keine Raumstation, Drake. Hier gibt's Schwerkraft. Die zieht nach unten. Oh, jetzt muss ich nur aufpassen. Und wieder das doch. Putzig. Fix. Hier ist die Wand.
Genau, hier ist auf jeden Fall die Wand. Machen wir es ja auch hin, dass wir sie sehen. Hier ist definitiv Wand. Das heißt, ich habe jetzt in der Hinsicht halt dann das Problem, dass ich entweder hier raus muss, weil hier habe ich ja auch fast schon Wand. Nö, ich bin schon längst über der. Ach nee. Hab nichts gesagt. Ich bin jetzt halt im. Machen wir dich mal schnell weg. Ich bin jetzt noch in meinem Kreuzungsbereich drin. Machen wir ein kleines Nickerchen auf der Treppe. So, ich bin jetzt 1, 2, 3, 4. Ich bin noch nicht mehr ganz unten. Dann macht das absolut keinen Sinn. Oh, wir sind 1, 2, 3. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich brauche noch 8. Das heißt, wir haben 4. Also 1, 2, 3, 4. Und du bist auch 1, 2, 3, 4. Dann hätte ich gesagt, wir gehen hier rein. Dann machen wir jetzt erstmal hier den hin. Hier kommt eine Fackel hin. Will keine Party People hier haben. Dann hätte ich gesagt, dann können wir hier sogar noch mal eventuell eine Mauer machen. Hier haben wir die andere Mauer. Dann gehen wir jetzt in die Richtung. Da ist Mauer. Mauer mal weg. Okay. Das muss auch noch weg. Und dann kann ich jetzt erstmal. Ja, gut, Cobblestone, das wäre ein bisschen jetzt kontraproduktiv. Dann muss ich dich mal kurz erstmal hier hinstellen. Dann brauche ich jetzt aus der Abteilung hier bitte noch mal ein. Jawohl, richtig, richtig, dass ich es so gemacht habe. Okay, dann heißt es jetzt, also hier kommt jetzt dann die Mauer dran. Ja, was wir dann auch hier haben. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier das auch noch. Dann passt das. Essen mal weg. Eier auch. Genau. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier auch weiter. Dann gehen wir gleich 4. Die 4 machen wir natürlich, dass wir hier dann auch die Mauer dann dazwischen haben. Können wir auch noch Fackeln aufstellen und, und. Hätte ich gesagt, machen wir da auch noch mal das. Und dann gehen wir mal in die Richtung. Jetzt sehe ich fast nichts mehr. Yay!
die richtige Voraussetzung. So, Schüssel. Dann kommen wir gleich alle weg. Nein, ich lasse einen da, weil ich bin jetzt dann doch schon etwas tiefer. Es könnte nämlich sein, dass ich demnächst Steine dann weghau. Dann brauche ich nicht jedes Mal ins Lager rennen. So, dann haben wir jetzt 1, 2, 3. 4. Sehr schön und sehr gut. Muss ich mal schnell gucken. Mache ich einfach mal den hier, aber der ist genau an der Wand. Da ist die Mitte. Aber das hat geklappt. Das ist, ich komme genau am richtigen Punkt raus. Das heißt, wir haben jetzt dann das hier. Das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Gang, den ich dann danach laufen kann. Ich kann nach da laufen, ich kann nach da laufen. Und dann, wie gesagt, irgendwann mal dann rum um die Treppe gehen. Genau. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich sozusagen... mal einen Chunk vorbereiten muss, weil ich brauche ja dann auch meinen Coal Igniter. Ich glaube nicht, dass der an die Luft muss. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wenn er, dann kommt halt ein Glas drüber. Aber das wäre natürlich jetzt dann auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, zum Beispiel jetzt dann dieser Chunk hier, dass man den Coal Igniter rein baut. Und dann sind halt die Coke-Öfen auch noch mit integriert. Gut, dann hätte ich gesagt, wir gehen mal jetzt dann hier entlang. Einen verschieben wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil dann könnte ich mir hier so einen Rundgang machen. Ja, okay, aber das Problem ist, ich muss mir den Rundgang auf jeden Fall nach hinten machen, nicht nach vorne. Nee, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen, weil ich will ja auch noch irgendwo meine Öfen jetzt reinstopfen. Aber ich muss einen nach hinten. Das muss ich. Das muss ich definitiv. Also das heißt, ich komme von den Treppen aus dann hier an. Muss ich jetzt sogar schnell noch machen. Sonst geht's nicht. Sonst funktioniert meine Idee nicht. Ich bin sowieso gespannt, wie oft, dass ich die Idee dann noch über Bord werf. Eine andere Idee mache. Aber es ist Minecraft, das ist normal. So. Dann haben wir das. Dann komme ich jetzt auch genau an derselben, an der richtigen Stelle raus und gehe nach unten. Ja, ich glaube, da habe ich es schon gewusst. Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, wie ich das jetzt insgesamt mache, wegen Anbauen dahinter. Mache ich jetzt dann da eine Schräge rein? Da habe ich noch gar keine Idee. Ja. Nein.
So, dann haben wir das. Passt auf jeden Fall. Und ich mach das gleich weg. Sonst vergesse ich es. Hallo? Sonst vergesse ich es wieder. Kennt mich. Kennt mich mittlerweile zu gut. Schön, wenn man sich gut kennt, ne? Kannst du mal aufhören, komische Treppenwinkel da rein zu basteln? Hätte ich keine angeschafft. So. Dann. Bisschen Erde. Treppe rein, Treppe rein. Erde, Treppe rein. Dahin, dahin, dahin. So. Passt. Schon schaut gut aus. Schon kommt hier Wand. So, wir legen uns mal hin, bevor uns der kleine Slime erwischt. Der ist unten drunter. Ja, genau. Ich bin mal wieder voll, oder? Wäre ja Wunder, wenn was anders wäre. Aber wir machen das jetzt ganz einfach. Hätte ich meine Hunters-Back noch dabei, ne? Wäre das nicht passiert. Der fehlt noch. Okay, also, das haben wir auf jeden Fall. Wie gesagt, da bin ich noch beim Überlegen, wie ich das mache. Muss ich mir aber auch noch ein paar Mal die Treppe durch den Kopf gehen lassen. So, aber ich habe jetzt dann hier meinen Platz. Das heißt, der kommt jetzt schon mal raus. Weiß ich auch warum, dass ich keinen Platz mehr habe. Ich habe zu viel Clay einstecken. Wegräumen. Und dann kann ich mir nämlich gleich mal einen Brick holen. Ah, der ist. Also wenn du rennen kannst, ne, dann ist der Catwalk auf jeden Fall ziemlich hurtig. Wie viel haben wir denn? 16.000 kriegen wir rein. Das ist schön. Gefällt mir. So, und schon ist vorbei mit dem Rennen. So, macht auf jeden Fall keinen Sinn, nach vorne jetzt zu laufen, das dann nach vorne reinzuschmeißen, weil die da vorne, die Sachen, die sollen jetzt demnächst auch alle da nach hinten. Und wie gesagt, die Gänge sollen jetzt auch demnächst wieder frei sein. Momentan schaut es von hinten ein wenig komisch aus. Man hat gesagt, klar, wenn da jetzt eine Mauer ist und dann weiß ich noch nicht, wie ich es innen drin mache. Ich brauche meine Koköfen. Ich müsste die hier eigentlich auch in Kisten rumfliegen haben. Koköfen, jawohl. Und jetzt ist nur die Special-Frage, auf was für eine Art Bodenplatte setze ich das? Habe ich hier gesagt, das ist eigentlich ganz... Ja, easy stimmt jetzt auch nicht, aber die Idee halt. Zuerst müssen wir mal die hier weghauen. Dass man das erstmal hier sauber macht. Ja. Dann haben wir jetzt schon mal den Bereich. Dann ist es auch klar, hier kommt Mauer hin, hier kommt Mauer hin. Hier auch. So, hier kommt keine Mauer hin. So, das ist dann mal der Gehweg. Den Gehweg kann ich erstmal hier auf den Boden setzen.
Dann heißt es jetzt für mich, wir nehmen jetzt mal den Kabel und ich mache aus dem Kabel den da. Das heißt jetzt für mich, ich habe jetzt dann hier meinen Bereich, wo mein Kochofen hinkommt. Sehr gut. Schmeißt gleich ein bisschen Holz rein, kann deswegen arbeiten. Ich kriege ein bisschen Grisold. So, da habe ich hier oben nochmal ein wenig was bis zur Decke, aber nein, da kommt auf jeden Fall nicht mehr hin. So, dann macht es hier jetzt keinen Sinn, da welche hinzumachen. Falls ich hier doch einen Rundgang mache, hierhin, kommen hier Öfen rein. Ich kann mir mal doch, das können wir mal machen. Wie würde das ausschauen? Also hier kommt auf jeden Fall Wand hin, das heißt, ich müsste auf jeden Fall bis hier hinlaufen. So, dann haben wir das da auf jeden Fall auch, weil das ist dann die Wand. Kreuzung ist ja aber eigentlich da, ne? Ich könnte hier auch Öfen reinbauen. Das ist da, da ist es nicht möglich. Ab hier wäre es möglich. Aber schaut, glaube ich, ein bisschen nicht so schön aus. Aber ab hier ist es definitiv möglich. Muss ich nur gucken. Ja, ich muss es doch ab hier möglich machen. Du gehst auch mal weg. Du gehst auch mal weg. Und du musst auch weg. Symmetrie bitte. Danke. So, dann heißt es jetzt hier drei und ja, hier sind es vier. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. Ja, passt. Also. Das weg. Gut. Dann heißt es jetzt, du kommst jetzt hier hin. Du kommst jetzt hier hin. Dann heißt es für mich, wir haben jetzt dich hier. Genau, da ist es nämlich egal. Da sehe ich sowieso nichts. Perfekt. Ja. Anders geht's nicht. Ich kann leider da nicht Treppenblöcke draus machen und dann funktioniert es trotzdem. Es macht. Nee. Die Treppe ist ja auch nur vier. Außer ich ziehe sie zwei da raus, dass ich dann da natürlich auch noch eine Idee, ne? Dass ich jetzt sage, okay, ich ziehe den hier raus, tu den auch noch mit hier hin. Hab dann links und rechts den Weg dran vorbei. Hab dann in der Mitte vier Stück stehen. Und gehe dann sozusagen, weil dann bin ich ja, also hier auch Wand, beziehungsweise nein, hier weiter rüber. Ah, dann sage ich ja. Das ist jetzt die erste größere bauliche Maßnahme, die wo man sich genau durch den Kopf gehen lassen muss. Wenn man jetzt sagt, okay, das da machen wir das jetzt mal hier alles weg. Ja, dass man jetzt sagt, okay, du kommst auch noch weg. Wir machen jetzt dann hier noch den.
Fährt er auch hier? Ah. Den habe ich vergessen. Jetzt habe ich den noch vergessen. Gut. Sehr schön. So, das heißt also, wir hätten jetzt dann hier eine Zweiermauer. Könnten dann eventuell hier eine Chest oder einen Tank hinstellen und dann mit dem Tank hierher kommen. Das wäre zum Beispiel möglich. Oder hier oder hier. Das weiß ich jetzt nicht. So, das steht jetzt aber für mich heißen. Wir gehen jetzt mal hier durch. Habe ich noch genügend Steine einstecken? Natürlich nicht. Warum soll ich Steine einstecken? Nein, ich habe sie schon wieder verbraten. Weiß. Ich mir jetzt so sind gegeben? Was will ich mit Soulsand? Geh weg! So, dann heißt es jetzt, wir brauchen noch mal den da. So. Ewig habe ich auch keinen mehr. Doch, habe ich schon. Das ist der hier. Dann werde ich jetzt nämlich sagen, dann gehen wir jetzt von dem da bis. Ich muss jetzt bis hier hingehen. Das heißt, ich brauche den. Genau. Und dann gehen wir hier entlang. Haben wir hier unseren Weg, wo man vorbei, wo man entlang laufen kann. Da könnte man jetzt sogar hingehen und sagen, okay, man macht jetzt hier. Auch noch einen rein. Sollten wir schlafen? Weil ich habe da oben eine Lücke. So, das heißt, ich gehe jetzt hier rein. Ich kann jetzt dann hier rein. Ich kann jetzt dann bis hierhin durchgehen und habe dann jetzt hier insgesamt 5 von diesen Öfen stehen. So, dann machen wir hier zu. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und auf die andere Seite können wir dasselbe, also können wir ähnlich vorgehen. Doch, wir machen das eigentlich genauso. Nur, dass ich halt da schon im anderen Chunk drin bin. Ja, dann macht das auch so Sinn, dass man da vielleicht noch den Coal Igniter mit reinstellt. Haben wir auf jeden Fall dann unser komplettes System erfüllt. So, haben wir jetzt noch ein bisschen. Ja, da. Dann wandel du mal den bitte um. Dann haben wir hier zum Beispiel, dann können wir hier Draw noch hinstellen. Also hier auf jeden Fall. Und für mich heißt jetzt das dann. Da kommt jetzt. Na doch, das Small. Ah, für mich heißt es jetzt dann hier. Hier kommt erstmal Small hin. Es trifft auch für hier zu. Dann kommt hier auch nochmal Small hin. Kommt hier keins mal mehr hin, weil ich keins mehr habe.
Und ich will davor gleich rennen. So. Auf jeden Fall kommt hier oben drauf dann auch Mauer. Also sozusagen, der schaut dann von vorne aus so. Es ist komplett in einem gemauerten Bereich. Wie gesagt, macht dann vielleicht sogar Sinn, dass ich dann hier in den Tank reingehe. Ja, das Problem ist nur... Ah, doch, die Treppe. Ah, mal gucken. Ja, das heißt, ich könnte sogar dann hier reingehen. Oder raufkommen. Und hier reingehen. Den man dann in den Tank gar nicht merken. Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus hier. So. Okay. Ja, dann haben wir dasselbe auch hier. Da können wir mit denen nach, kann ich mit dem nach da gehen und mit dem nach da gehen. Und mit dem kann ich mir dann nach links oder rechts gehen, wie ich gerade lustig bin. Ja, wobei, nee, kann ich nicht, wegen der Treppe. Kann ich nicht, da kann ich keinen Tank hinmachen. Also ich könnte es ablaufen lassen, ja, aber keinen Tank hinmachen. Ein Tank macht sowieso mehr Sinn, dann nach unten zu gehen. So, und wenn ich jetzt dann das mache, habe ich das dann, ich hätte es dann hier nochmal ein. Dann wäre das auf jeden Fall dasselbe Passus. Dann hätten wir hier nochmal einen. Dann hätten wir nochmal einen. Da könnten wir hier einen Tank machen für die Reihe. Also da einen Tank für die Reihe. Da einen Tank für die Reihe. Hier hinten dran den Tank für die Reihe. Und ganz hinten den Tank dann hier hin für die hinterste Reihe. So, 1750 haben wir. Das heißt, wir lassen den mal laufen. Schon ist er durch. Wir haben zwei. Wow. Dann heißt es jetzt, zack, mach dich mal leer. Muss momentan alles auf den Boden legen, weil ich brauche Platz. Gut. So, dann machen wir nämlich das dasselbe auch hier. Ja, dann haben wir auch nicht das Problem, dass man irgendwo, ich brauche auch noch mal Steine oder ich könnte mal gucken, ob ich sogar von den anderen was habe. Wir waren hier. Habe ich noch Small, jawohl, habe ich noch 53. Und hier habe ich noch 19. Muss jetzt reichen. Ja, oben kann ich dann auch alles sauber zumauern. Wie gesagt, hier kann ich das dann auch machen. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist, naja, okay, wenn ich jetzt hier auch drei rüber gehe, habe ich Problem. Ja, vielleicht mache ich hier dann nur einen Zweiergang. Ja, wobei, ja doch, nee, ich muss einen Zweiergang machen. Sonst passt die Wand nicht. Ah, ich sehe hier. Sozusagen, das ist ja... Das ist ja die Wand, wo der nächste Chunk dann beginnt. Ich könnte eventuell ihn um eins verschieben an der Stelle. So, wir legen dich erstmal da hin, aber du kannst eigentlich so hin.
Hat der das, das dann für mich? Ich will den ja gerne auch näher dran stellen, aber das geht leider nicht. Habe ich schon getestet. Der kann sich nämlich keine Wände teilen. Das ist ja auch Railcraft und nicht GT. So. Müssten wir eigentlich das ganze Zeug hier zugemauert haben. Kommst du jetzt noch dahin? Perfekt. Dann machen wir dich auch noch jetzt zu. Und das machen wir auch so. Das war der falsche, das war der falsche, das ist der richtige. Sind wir out of Stein. Ja, wobei, ich könnte es, glaube ich, ein einziges Mal machen, dass man den jetzt ein bisschen die Wand verschiebt. Dass man hier vorbeikommt, dass das einigermaßen symmetrisch ist. 2, 4, 6, ja, 7. Ja, man hat halt das Problem dann. Auch. Dann haben wir hier Weg. Aber wie gesagt, drüben geht's halt leider nicht. Oder? Oder wollen wir drüben? Oder wollen wir drüben ein Ding machen? Nee, aber ich könnte es dann anders machen. Ich könnte da auch jetzt nochmal hier noch eine Treppe mit nach unten bauen. Ja, das heißt, wir haben dann hier einen abgeschlossenen Bereich. Das heißt, ich gehe jetzt dann geradeaus weiter, baue hier auch noch eine Treppe nach unten. Dann sind wir hier komplett dran vorbei. Und ich stelle gerade fest, ich kann nicht wegmachen. Das kann ich vergessen. Gerade gesehen. Ich bin ja genau an dem Bereich dran. Außer ich verschiebe jetzt wieder die komplette Treppe. Nochmal um eins. Also den Bereich hier. Um eins. Aber ich hätte gesagt, ich kann da vorne dann Draw oder irgendeinen anderen Käse hinstellen. Und lasse es so. Das heißt, ich habe jetzt dann insgesamt hier 5 Öfen. Und auf der anderen Seite werden wir dann auch 5 Öfen haben. Und irgendwann haben wir ja einen Coal Igniter oder wie das Ding wieder heißt. Und dann ist es ja sowieso egal. So, haben wir jetzt noch Small davon. Habe ich noch? Habe ich nicht. Gehen wir noch einmal schnell rüber, holen noch einmal kurz Stein. Mischt man nur 2 Stacks. Ich muss nur dran denken,
Ja, wobei ich könnte hier einen Zweierweg dann reinmachen, eventuell. Oder ist es der nächste? Nee, ist glaube ich erst der nächste. Ja, in dem Chunk. Ja, ich kann halt dann nicht ins Lager von hier aus rein. Außer. Macht keinen Sinn, weil hier bin ich mittendrin. Macht keinen Sinn. Machen wir nicht. Wie weit bin ich gegangen? Nein. Ich krieg dich auch so mit meiner Armbrust weg, ohne zu schießen. Tschüss. Und schon habe ich wieder Lumpatsch im Inventar. Yay! Davon ist man so begeistert. Davon braucht man so viel. So, ist auch mal daher. Kann man uns ein Spinnenauge angucken. Ah! Oh, gesunde Augen. Ich bin bis zum Ofen. Ehrlich gesagt, gehen wir noch mal einen drüber. Jawohl. Wollen wir noch mal irgendwo eine Zoom machen? Nein. Okay, dann haben wir das da auf jeden Fall auch noch. Ja, und das passt. Kommt da auch noch einer hin. Ja, wobei ich könnte jetzt dann auch noch hier in den Tank hin machen. Das ist der einzigste Vorteil ist, wenn man jetzt dann doch weiter vorgeht. Könnte. Wird es aber nicht, weil macht hier Sinn. Ja, dass man die ganzen Öfen dann sozusagen sich alles hier abholt. Wie gesagt, vielleicht gehen auch die dann, die wo dann hier sind und da drüben sind, auch dann da drüben rein. Alle hier. Hat halt den Nachteil, wenn es ein Supertank ist, ist es mir egal. Wenn es die kleinen sind, habe ich halt das Problem, dass mir halt das Zeug die ganze Zeit rausläuft. Und das ist nicht gerade das, was ich möchte. Problem, was ich jetzt noch habe, ist, wie ich das Zeug reinbekomme. Ich habe noch kein. Also da könnte ich mir da oben vorstellen, dass ich da oben ein Drawer hinmache, dass ich dann da oben mein Holz oder meine Kohle hinmache. Oder was auch immer. Entweder, dass ich das dann mache mit dem da, dass ich dann sage, okay, hier oben kommt dann der Drawer hin, der das dann der reinfüllt. Und ja, das fällt mir auch gerade so auf. Und hier hinten dann halt das Zeug, was rauszieht. Aber das geht erst, wenn der EBF steht. Okay, also da haben wir jetzt auf jeden Fall einiges soweit erledigt. Habe ich noch so Mauern einstecken? Nein, aber dann machen wir uns schnell noch welche. Gut. So, wie gesagt, haha, da wird's lustig. Da wird's wirklich lustig, weil ich habe da gerade mein Denkfehler gesehen. Was meine ich damit? Ja, ist ganz einfach. Wenn man. Ist das schon wieder alles weg? Na, hurra, hurra. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich möchte dann mittig das drüber machen. Ja, also hier brauche ich ja auch noch eine Möglichkeit, dass ich das dann einfülle. Dann bin ich hier hinter. Also es kann sein, dass ich es dann asymmetrisch machen muss und dann hier und hier reinmachen muss. Und bei dem ist es dann egal.
Ja, man wird sehen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt die Kochöfen wieder am Laufen. Da haben wir jetzt Möglichkeiten, diese Quizzard Oil die ganze Zeit herzustellen. Schmeiße ich dich auch mal wieder hier rein. Habe ich den Kochofen noch im System? Kochofen? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich brauche diesen Kochofen Brick. Und der Kochofen Brick ist ein Sand und ein Clay im Alloy-Smelter. Der kann es dann auch mal ein bisschen laufen, dass man da auch Material mal etwas bekommt. So, dann heißt es jetzt für mich, wir gehen mal hin und räumen auf. Das käme ich aber alleine machen. Wie gesagt, dann haben wir jetzt auch hier schon den nächsten Bereich fertig. Wie gesagt, jetzt geht es dann los, dass das, wenn wir dann unten sind, dass wir dann den ganzen Bereich anfangen mit LV. Also, wie gesagt, was ich noch wirklich am Grübeln bin, wie ich genau das mache mit dem Strom. Vor allem gehe ich wieder nach unten, ja, und mache den Strom da, oder bleibe ich auf der Ebene und mache den Strom da und mache dann so eine Art Gänge, ja, dass ich jetzt dann keine Kabelebenen mehr mache, sondern Kabelgänge, dass ich sage, okay, da kommt jetzt ein Gang hin, der ist 5 hoch, nicht 5 hoch, 5 breit. Und da laufen dann die Kabel entlang. Und davor sind halt die ganzen Maschinchen. Aber dann muss auch, dann kann es aber, nein, kann ich nicht. Ich habe da noch ein anderes, ja, eine Sekunde noch, dass ihr den Gedankengang noch mitkriegt. Und zwar, mein Problem ist jetzt gerade, ich bin jetzt dann hier nach unten gegangen, bin jetzt dann hier, komme jetzt hier raus und habe jetzt dann 1, 2, 3, 4, 5. Das Problem ist mit den 5, wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Motor hinbauen will, also ihr wisst schon, ne? Also dass ich sage, ich habe meine Blöcke hier, habe meine Pipes drauf, habe meinen Strom dazwischen, dann sind die 3 hoch. Wenn ich dann noch ein Zwischendeck habe, dann sind sie 6 hoch. Vielleicht kriege ich sie auch auf 5 hin. Weiß ich nicht. Wenn sie auf 5 hinkriegt, dann habe ich kein Problem. Aber wenn ich es natürlich nicht auf 5 hinkriege, weil ich 7 brauche oder sonst was, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich das Treppenhaus doch ein bisschen nochmal mir was überlegen. So. Die Blöcke lassen wir da. Die Kohle nehmen wir mit. Das eine nehmen wir auch mit. Das ist ein Ei am Wandern. Und wenn ihr Anregungen habt oder sagt, ja, macht das mal so oder mit dem Strom. Wie kann es vielleicht besser gehen? Wie kann man es machen? Wie immer damit ab in die Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.